Der Herbst hat gerade angefangen und ja, ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr ich Kürbisse liebe und damit so gerne koche. Das sind so viele Gerichte, die man mit Kürbisse machen kann. Und ich bin nicht so ein Nachtischmensch, was Christian nicht verstehen kann. Aber das hier liebe ich. Liebe ich. Es ist. Ja, mein Name ist Caro Mümbrock. Die Frau, die immer sehr, sehr viel quatscht beim Kochen, falls jemand hier neu ist. Aber trotzdem kochen wir und wir kochen leckere, einfache Gerichte, die jeder, wirklich jeder zu Hause kann. Auch jemand, der mit Kochen gar nicht. Ja, nicht so gerne mag oder egal. Es macht Spaß und die Gerichte sind so einfach und die Zutaten kriegt man überall, überall. Außer meine Gewürze, die man bei mir bestellen muss. So, Karibuni bei Afrika Kulinarisch. Heute zeige ich euch ein Gericht, was so einfach zu machen ist. Mit Muskatkürbis. Ich liebe Muskatkürbis, weil der so würzig ist und auch ja, schnell kocht. Man kann ihn roh essen oder auch gekocht. Und bei dem Rezept hier, ich habe als Kind, wir haben diese Nachtisch-Tradition nicht. Man isst, man kriegt einen Teller, das isst man. Und vielleicht ist der Nachschlag von dem Essen ein bisschen Nachtisch, wenn man so will. Aber das mit erst Vorspeise, Nachspeise, haben wir in Kenia nicht. Oder ich bin nicht so groß geworden mit Nachtisch. Was wir aber gegessen haben, jetzt nicht als Nachtisch, sondern als ein Gericht, ist Kürbis mit Kokosmilch gemacht und Zucker. Und das war jetzt nicht nach dem Essen, sondern das Mittagessen. Und es ist natürlich so, es wird das gemacht, was zu Hause ist. Viele, ich habe schon oft erzählt hier, wir hatten zu Hause keinen Kühlschrank und es wurde vieles immer frisch gekauft und gekocht, weil man nirgendwo bewahren könnte. Und wenn Dinge zu Hause waren, haben wir geguckt, wie wir die machen können, dass das ein Gericht wird. Und deswegen haben auch viele von meinen Geräten keinen Namen, weil man nimmt einfach das, was zu Hause ist, und kocht das. Und daraus wird was Leckeres. Und ich bin immer mit der Idee, oder dieses Glauben, dass Essen gleich schmecken soll. Ich habe ein Curry bei dem und dem gegessen und ich möchte wieder dahin, weil ich das gleiche Curry essen möchte. So funktioniert bei mir wirklich oft nicht, weil wenn ich letzte Mal weiße Zwiebeln genommen habe, manchmal nehme ich dann rote Zwiebeln oder war Kartoffeln drin, dann habe ich Kürbis da, ich nehme Kürbis oder Süßkartoffeln oder es wird genommen, was da ist. Und ich finde das gerade das interessant beim Kochen, dass man viele diese Freiheit auch kreativ zu sein, weil das ist eine Kreativität. Man kann Gerichte kreieren aus. Ich glaube, wenn diese Zutaten, die ich hier habe, 10 verschiedene Leute kriegen würden. Wir würden alle verschiedene Gerichte daraus machen. Und das ist das, was ich an Kochen so liebe, dass man verschiedene Geschmäcker, verschiedene Richtungen von gleichen Zutaten kriegen kann. Und jetzt auch Kürbis als Nachtisch. Delicious, delicious. So, Kürbis schälen, putzen erstmal. Die Kerne trockne ich aus, wenn ich Lust habe,
wenn die Sonne scheint. Nee, ich habe einen Dehydrator, so ein Dörrgerät. Automat, ja. Und da schmeiße ich viele Sachen rein und bleiben teilweise 2 Tage da drin und die werden schön trocken. Und da tue ich teilweise die Kürbiskerne rein. Manche werden schön, manche nicht so, aber dadurch, dass ich so viel Kürbisse verarbeite im Herbst, habe ich dann wirklich auch viele Kerne oft. So, auch wenn die Haut hier oder die Schale nicht so hart ist, würde ich bei Muskatkürbis immer schälen. Das ist ein bisschen anders als Hokkaido-Kürbis. Und guck mal die Farbe, diese schöne Farbe an. Ja, alle dann schälen. Man soll dann auch schöne Würfel schneiden, nicht so groß und dann am besten auch gleichmäßig, damit alle gleichzeitig gar werden. Die einzige Arbeit, die man hier hat, ist wirklich nur Kürbis schälen und schneiden. Weil das tue ich jetzt alles in einen Topf oder Pfanne. Und etwas Zucker. Ich muss probieren, ob das tatsächlich Zucker ist. So, auf. Da ist jetzt nicht so viel. Mein Löffel ist nicht so tief. Da sind ungefähr 800 Gramm Kürbis und 3 eher Esslöffel Zucker. Klein bisschen Salz. Das ist, ich sag hier eine Prise. Das ist das einzige Mal, wo ihr von mir hört, eine Prise. Weil immer wenn ich ein bisschen sage, ist immer ein bisschen mehr. Das solltet ihr euch merken. Ein bisschen heißt ein bisschen mehr. So, Prise Salz. Und dann tue ich jetzt Kokosmilch rein. Nur bis es soll nicht bis oben drauf ganz abgedeckt sein. Da sind ungefähr 400 ml Kokosmilch. Und was natürlich auch dazu kommt, Nachtisch, klar, Kardamom. Das ist Kardamom, was ich selber mahle. Ich habe so ein halber Teelöffel. Man kann natürlich auch sowas im Supermarkt kaufen, vor allem wenn man jetzt nicht so viel nutzt. Aber für mich ist das, da fehlt immer die Intensität. Ich kaufe immer hier die Kapseln, die grüne Kapseln und ich mahle die selber. Und wie ich das mache, man könnte natürlich sowas nehmen. Viel Spaß da, damit, haben wir zu Hause immer gemacht. Eigentlich sind das Gewürze, die im Mörser gemacht haben, immer am besten. Aber für mich hier, natürlich wäre das ein Vollzeitjob, nur ein bisschen Kardamom hier zu machen. Ich nehme meinen Mixer, wer jetzt ein Hochleistungsgerät hat, kann man auch mit der Schale malen.
und die Schale wird auch fein gemalt. Wer nicht, dann bitte einen Mörser nehmen. Und was passiert ist, dass die Schale hier, weil die so fest ist, kann man hier nicht malen. Da kommen nur diese braune oder teilweise schwarze Samen raus. Seht ihr das? Die kleine schwarze oder dunkelbraune Samen kommen raus und die macht man dann im Mörser. Und die Schale, die ist sehr, 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 sehr geschmackvoll, oder man soll die nicht wegschmeißen, weil da, wie gesagt, sehr viel Geschmack drin ist. Was damit gemacht werden kann, ist entweder aufkochen im Wasser, dann hat man Gewürzwasser. Dieses Wasser ist eine Brühe, die man zum Beispiel Reis mitkochen kann. Das ist total schmackvoll. Dann braucht man nicht extra Kardamom zu nehmen. Oder halt, wie man auch mit Vanilleschoten macht. Man nimmt ein großes Glas, tut die Schalen rein und Zucker. Da hat man für Nachtisch auch einen Kardamom-Zucker, was total lecker ist. Ja, so, das hier kocht auf mittlerer Hitze für ungefähr 15 bis 20 Minuten. Und dann ist es bereit zum Genießen. Und das ist ein Gedicht, sage ich nochmal. Das ist ein Gedicht. Die einfachsten Zutaten, einfachsten Sachen, aber die schmecken unheimlich gut. So, wir warten jetzt erstmal drauf. Oh, das sieht matschig aus. Es sieht jetzt nicht irgendwie interessant aus. Es sind halt Kürbis und Kokosmilch. Aber Geschmacksexplosion, was man im Mund bekommt bei diesem Gericht, wir sagen da Nachtisch. Wir sagen Nachtisch dazu. Euch zuliebe sage ich das Nachtisch. Aber für mich ist das ein Hauptgericht. Das ist kein Nachtisch. Was auf jeden Fall jetzt rein muss, ist eine so Limette, der Saft von einer Limette. Mm. So, endlich rein. Haben viel Saft hier, meine Limetten. So durchrühren. Ich werde meine Hitze schon ausstellen. Dann habe ich noch etwas Minze. Da kommt jetzt oben drauf. Beim Anrichten. Das gibt immer eine, so Limette und dann Minze, gibt immer eine schöne Frische. Besonders bei süßen Speisen. So, und dann machen wir jetzt hier direkt mit dem Anrichten. Ach, Leute, ich liebe Orange. Ich liebe diese Farbe. Es ist... unglaublich. Ach! Ja, das ist jetzt die Zeit, wo das Wasser im Mund zusammen, ja, das Wasser im Mund zusammenläuft. So, wir machen das so. Das ist eine kleine Portion für mich. Etwas Minze. Und ich weiß ganz genau, wie dieses schmeckt. Und manchmal habe ich, ich möchte mit manchen Sachen noch nicht anfangen, weil sobald ich den ersten Löffel im Mund tue, ich kann danach nicht aufhören. Das ist
unglaublich. Das sind Kindheitserinnerungen. Ich rieche das und ich weiß sofort, wie es schmeckt. Es ist... Ah. Mhm. Mhm. Unglaublich. Es ist süß und dann diese Limette. Es ist ein... Ah. Ah. Es ist lecker. Es ist lecker. Das ist einfach lecker. Das ist Kürbis, was man jetzt oft als deftig nur kennt. Aber so kann man das überall Leute, Gäste, Kinder mit begeistern. Und ich glaube, meine Kinder werden sich freuen. Ich habe, glaube ich, nicht so oft dieses Gericht zu Hause gemacht. Aber jetzt, wo ich das einmal jetzt gemacht habe, wird demnächst oft bei uns als Mittagessen kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte, bitte, bitte macht dieses Gericht zu Hause und sagt mir, wie es euch geschmeckt hat. Das ist meine Kindheit. Ich weiß, das kann nicht jeder schmecken, aber es kann bei euch vielleicht neue Erinnerung, Carols Erinnerung dann. Montag. Alle Zutaten sind auf meiner Webseite www.afrika-kulinarisch.de. Da findet ihr viele, ganz viele Rezepte. Wer jetzt hier nicht so kochen kann und genaue Mengen auch jetzt alles braucht, ist alles auf der Webseite. Wir sehen uns nächste Woche. Bye bye.